Die Staatsanwaltschaft verfolgt dies, weil Gewaltandrohung ist einfach keine einfache Geschichte, vor allem für denjenigen, dem es gilt. Und die zweite Seite ist die, dass ich ihn wegen Beleidigung anzeigen kann. Wir haben über eine Woche gewartet und eigentlich erwartet, dass der junge Mann sich meldet, sich entschuldigt. Die Gelegenheit hat er immer noch, wenn er das tut, wenn er vielleicht sogar nach Hoffenheim kommt und sich mal zeigen lässt, was da wirklich läuft, dann werden wir die Anzeige zurückziehen. Was wir nicht. Was wir nicht beeinflussen können, ist, wie die Staatsanwaltschaft diese Geschichte weiterhin beurteilt. Und eines kann ich hier versprechen: Wir werden so weitermachen wie im vergangenen Jahr. Wir werden dickhäutig genug sein, um uns das anzuhören. Aber wir können natürlich nicht dulden, dass Gewalt anfängt. Das finde ich absolut in Ordnung. Und ich muss dazu gestehen, dass man aus der Distanz die Dinge nicht ganz so genau kennt. Und wenn ich das jetzt nachvollziehe, was Sie mir gerade gesagt haben, muss ich sagen, so dünnhäutig sind Sie auch nicht. Damit sind wir aber auch schon mitten im... Thema, denn auch gestern hat es halt bei den Fans des Gegners aus Frankfurt doch schon wieder den einen oder anderen Anwurf gegeben. Olli hat da ein bisschen Material. Ja, denn es ist nun mal, liebe Zuschauer, auch unsere journalistische Aufgabe und Pflicht, auch die unangenehmen Ereignisse im Fußball zu begleiten. Und ja, das neue Hobby der geistig Armen ist eben... Dietmar Hopp beleidigen, da machten auch die Frankfurt-Fans gestern dann leider keine Ausnahme. Fans, die sowieso nicht gerade zimperlich sind. Feuerwerkskörper wurden zum Beispiel gezündet. Damit wurde der eigene Ausgleich gewürdigt, auf eine Art und Weise. Dann die Gesänge fingen harmlos an. Heimspiel in Mannheim in Anspielung an die Heimatlosigkeit von 1899. Dann steigerten sie sich zu: Ohne Dietmar wärt ihr gar nicht hier. Und gipfelten dann im ebenso bekannten wie dämlichen Dietmar Hopp, du Sohn einer ... Diese Rufe, klar, sind aus Neid und Hilflosigkeit geboren. Aber es bleiben eben doch die Fragen: Wie kann man diesen Unsinn stoppen? Nützt es da was, die Leute zu verklagen, anzuzeigen? Und für mich einfach auch die Frage: Wie lange macht Dietmar Hopp das noch mit? Wie lange hat er Lust drauf, sich das zu geben? Ponti.